Willkommen in Alt-Aspen. Die geht nicht auf. Was da wohl drin ist? Das ist zu schwer für mich. Das sieht bröselig aus. Das ist zu schwer für mich. Vielleicht kann Robert etwas damit anfangen. Das müsste klappen. Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Würde sich gut in meinem Inventar machen. Ein Büschel Haare vom Basilenschweif ist lose. Interessant. Wieso schaue ich mir das an? Könnt ihr damit die Leute zusammentrommeln? Das Ding ist ja vorne zu. Da kann ich nicht reinsprechen. Ich sehe ein, das haben wir irgendwie nicht zu Ende gedacht. Rasiermesserscharfe Flügel. Beeindruckend. Das ist zu weit weg. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Dazu fällt mir nichts ein. Das sieht aus wie Noten. Ob ich die spielen kann? Das sieht aus wie Noten. Wow, den gleichen Ring gibt es in der Dynastie. Die Flötennasen scheinen früher nicht nur im Wald gelebt zu haben. Die Sage vom Einklang ist also wahr. Damit könnte ich das Windrad höchstens blockieren. Das bringt nichts.
Dank. Gerne. Und jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz, so hört die Wahrheit über die Basilen. Ich glaube, es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Er hat doch recht. Ich hab getan, was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Können wir jetzt gehen? Ich kann doch nicht fliegen. Mist, die Memo-Muschel ist zerstört. Jetzt hört der Basil nicht mehr auf Befehle. So oder so bräuchte ich den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Ein Zauberwort? Wie wär's mit Bitte? Ach, Flötennase, ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn. Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Dola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Wie mit deinem Vater zum Beispiel. Robert, das ist genial. Wir müssen sie herholen. Danke. Um den Basilen zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden. Vorsicht, flieg da besser nicht zu nah dran. Geh da lieber nicht zu nah dran. Das ist Roberts Nasenschoner. Witzig, das sieht aus wie ein Horn. Ein alter Fisch? Wie kommt der denn dahin? Was müssen wir tun, um so eine Wundertüte zu bekommen? Ich weiß nicht. Könnt ihr mir was anderes dafür geben? Robert, hast du irgendwas zum Tauschen? Was du ihm anbieten könntest? Mal überlegen. Ich hätte Geld? Okay, Geld kann man immer gut gebrauchen. Ich gebe euch mein Zeug für Geld. In der Hauptstadt zahlt man mit Asp, aber so etwas wie Währung hat sich hier in Altaspen wohl nie durchgesetzt. So ein Haufen Geld! So viel habe ich noch nie verdient. Das wundert mich gar nicht. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Wir wollen diese Wundertüte da.
Bitte sehr, viel Spaß damit. Toll, Kleeblätter. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Ja, bestimmt. Wir wollen diese Wundertüte da. Bitte sehr, viel Spaß damit. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Allein? Du meinst, wir brauchen sowas wie ein Hilfsmittel, um das Hufeisen zu finden? Ich dachte an Waffengewalt, aber das macht mehr Sinn. Damit könnte ich herausfinden, in welcher Tüte der Magnet ist. Aber das kann Robert machen. Robert, halt mal das Pendel hier an die Wundertüten von dem Kerl. Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Okay, wir möchten genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Und keine Faxen. Bitte sehr, viel Spaß damit. Ein Hufeisen. Sieht eher wie ein Magnet aus. Ich hab gesagt, keine Faxen. Das ist ein Hufeisen. Ich schwöre, das ist ein Hufeisen. Nützt dir das was? Okay, jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Nützt dir das was? Ja, das ist ein tolles Horn. Schau mal, das glänzt doch hervorragend. Dankeschön. Ich reiße es auseinander. Dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Dankeschön. Stillgehalten. Was? Hey, ich habe eine Kugel in deinem Fell gefunden. Und ein paar alte Kaugummis. Igitt. Meine Bingo-Kugel. Wow. Wie kommt ihr denn dahin? Danke, Leute. Wuhu! Ich werde den Bingo-Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden. Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. Sodass ihnen die Augen wegkokeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo-Pferd. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus und dürfen nicht mitspielen. Wir haben ein Monster erschaffen. Ja, aber ein hübsches, funkelndes.